Jetzt live vom Native Project Jubiläumstream. Strange Riots. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. An Balle. Er ballert 10 Euro. Das heißt, ein Shot für die Jungs. Vielen Dank an Fixi Hartmann für 5,55 Euro. Bitte einmal am Rad drehen. We'll be right back.
love girl, we love the slim girl, we love the fat girl, we love the short girl, we love the tall girl, we love the girls, girls. Yeah. Jawohl, danke Fixi Hartmann, einmal Tabasco für die Jungs. We love the fat girl, we love short girl, we love snow, we love tall girl, we love all girl, I love the world, we love the serious girl. Und vielen Dank an Richard Schmidt. Er ballert auch nochmal 10 Euro. Stullen Andi muss einen Shot trinken. Das heißt zwei Shots und einmal Tabasco. Lecker, schmecker. Die nächste Spende kam von Magic Robin. 5,55 €. Magische Grüße an Native Project. Bleibt magisch. Vielen Dank, Magic Robin. Einmal am Rad drehen, bitte, Jungs. Und 3 Sender Shocks essen für die Jungs. Jawohl, ja. Und die nächste Spende von Hühnerhof Hütz ballert 5 Euro. Ab morgen 7 Uhr ist der Eierverkauf offen. Jetzt einmal bitte die BPM hochschrauben. Und die nächste Spende von Posti, 15,53 €. Das heißt, einen Shot und einmal am Rad drehen, bitte. Vielen Dank, Posti. Ein Ballern-T-Shirt für den Posti. Melde dich bei uns auf Instagram, bitte. Vielen Dank. Und schon wieder die nächste Spende. Dirty Daring ballert 1 Euro. Bitte was von
Bruce D, Jungs, ich grüße meine Oma, Herz. Vielen Dank. Und der Jonas Kilian ballert 15,55 €. Das heißt, der nächste Shot und bitte einmal noch am Rad drehen. Eine Ahoi-Brause noch und drei Shots, jawohl. Und die Frau Senga ballert auch noch mal 10 €. Das heißt, noch ein Shot für die Jungs. Also insgesamt 4 Stück. Sophie Kilian ballert 50 €. 5 Shots bitte. Fünf Shots Jägermeister vor Mr. Bean, please. Und einmal die Fahne. Jawohl, danke Sophie. Und der Robert Greuse ballert auch nochmal 10,53 €. Das heißt 7 Shots für die Jungs. Vielen Dank, Gerd. Schön die Batterie abklemmen, jawohl. Die nächste Spende von Shanghai Baby 93. Einmal am Rad drehen, bitte. Einmal am Rad drehen, bitte, Jungs. Jawohl, Konfetti! Danke an Shanghai Baby für Konfetti.
Und die nächste Spende von Frau Senga, nochmal 5,55 Euro. Jungs, ihr dürft nochmal am Rad drehen. Einmal mit verbundenen Augen den Übergang machen. Und von der Frau Senga noch einmal am Rad drehen, bitte. Nee, sorry, war ein Fehler. Sorry. Das war schon verbundene Augen. Alles gut, sorry. Vielen Dank, Garten 53, Ballert 553. Sollten sicher 555 sein. Also ich glaube, ihr könnt doch nochmal am Rad drehen. Schon wieder 3 Center Shocks essen. Sehr geil. 3 Center Shocks für die Jungs. Schick mal bitte die Aufnahmen. 1 Euro. Und vielen Dank an Danny Brom vs. Michelli. 5,55 Euro. Einmal am Rad drehen, bitte. Tabasco, ihr Assis. Oh, 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 oh. Und schon wieder 3 Sender-Shocks. Ich weiß, wie es ist. Ich muss vorhin 24 Stück essen. Ihr seid geisteskrank. Ballert 5,55 Euro. Einmal am Rad drehen. Oh.
Ahoi! Brause! Jawohl, Toni! Ballern! Vielen Dank an Malle, er ballert 5,55 €. You spin me right round, baby right round. Einmal am Rad drehen. Der nächste Übergang mit verbundenen Augen wird crazy. Und eine neue Spende von Dustin 53. 10,53 €. Ein Shot für Christian. Neuer Versuch, neues Glück. Danny hat kein eigenes PayPal-Konto. Einmal am Rad drehen. Und Übergang mit verbundenen Augen. Also, zwei Übergänge mit verbundenen Augen. Toni, setz die Brille auf. Hey,
Und die nächsten 5,55 Euro von Marisa. Mehr Center Shocks noch einmal am Rad drehen. Okay, mit verbundenen Augen am Rad drehen ist auch crazy. Hau rein. Und 3 Center Shocks. Jawohl. Und danach direkt Balle. Ballert 5,55 Euro für den Tabasco. Aber einmal am Rad drehen. Der Toni sucht den Temporegler. Wisst ihr, ja? Ihr müsst doch mal am Rad drehen. Tabasco! Tabasco mit verbundenen Augen. Oh, 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 oh. Toni. Gönn dir die Center Shocks. Alle 3 rein in den Schacht, jawohl. Und es kamen wieder 5,55 Euro von Frau Sänger. Ach, hättet ihr nur nichts gesagt. Also nochmal am Rad drehen. Oh. Ein Bergbeetbeutel, melde dich bei uns per Instagram. Und wir melden uns bei dir.
Und 10 Euro von Melle Malt. Das heißt, ein Shot für den Toni. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Und direkt danach vom Walle 5,55 €. Also noch mal am Rad drehen. Ein Ahoi Brause, also ein Shot und einmal Ahoi Brause. Nochmal 5,55 € vom Danny Bro. Einmal am Rad drehen. Ein Esslöffel Zimt. Viel Spaß. Gönnt euch. Lass dir schmecken. Und es kam eine neue Spende. 10 Euro von Frau Sänger. Ein neuer Shot. Mama did erase this root boy. He was raised in the dark. Mama did erase this root boy. He was raised in the dark, and every single day he went to play. He sent you to the dark to make the darkness go away. And I said, yeah, 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 yeah. Mama did erase this. Und eine neue Spende von Walle, 5,55 €, einmal am Rad drehen. Ein Bergbeet-Beutel für dich, melde dich bei uns per Instagram. Dort gibt's den Beutel dann, Vollgas. Take.
Und noch eine neue Spende von Sophie, nochmal 5,55 €. Jungs, ihr dürft doch mal am Rad drehen. Tabasco! Spende von Michelle, 5,55 €, einmal am Rad drehen und Konfetti, und es kam direkt danach noch eine Spende, nochmal am Rad drehen. Und ein Übergang mit verbundenen Augen. Ein Balance-Sticker. Oh, 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 oh. Also melde dich bei uns bei Instagram. Du bekommst den Balance-Sticker. And woo! Bass. Hey, hey, hey. Und Walle hat nochmal 5,55 € rausgehauen. Ihr dürft nochmal am Rad drehen. Con, hey. T. So, nächster Drop, Konfetti, kriegt ihr natürlich. Oh,
Und eine neue Spende von Frau Sänger. Nochmal am Rad drehen. Mach den Dreher. Kommt schon, Jungs. Toni, gib alles. Oh, Tabasco. Tabasco. Das machen wir gleich beim Interview, oder? Eine neue Spende vom Walle, 5,50 €. Haut rein, Jungs. Gönnt euch. Konfetti. Im nächsten Drop nochmal Konfetti-Schuss. Ich würde sagen, wir machen einen Countdown für den Konfetti-Drop. Unser Techniker übernimmt ab 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl, ja! Trent Ryan, stand jetzt Höchstspende von Sophie Kilian. 50 € für die Fahne. Geisteskrank. Geisteskrank. Was ein krankes Set von den beiden. Geisteskrank. Talkrunde mit Jonas und Lukas von Native Project wird euch präsentiert von MCR. Wir lieben Stein.
Alter, Jungs, es ging jetzt einfach gut ab. Du musst nach oben, du. Nach oben. Was ist mit dir? Ey, das, die Mische ist finster, ohne Scheiß. Senderschock, ahoi, raus in Tabasco. Ich muss mal bis zum Publikum auf. Laufen wir gleich drüber. Alle, ihr seid drauf. Alter, was war das bitte für ein Set? Hallo. Was ist los? Habt ihr damit gerechnet? Nee, vielen Dank, Sophie, für die herzlichen Spenden. Nächstes Mal ein bisschen mehr, bitte. Aber ich glaube, Toni geht schlechter als mir, oder? Toni, sag was, wie geht's deinem Magen? Toni, ich denke, du hast keinen Alkohol getrunken, du musst fahren. Ich kann nie wieder in meinem Leben was schmecken. Das ist sau widerlich. Ich hätte lieber gesoffen, als die Nummer gemacht, ohne Mist. Also ohne Witz, ich muss auch sagen, ich bin heute eigentlich zufrieden dafür, dass ich Alkohol getrunken habe. Siehst gut aus, ja. Ich sehe gut aus. Als ich das gesehen habe, die Donations, Tabasco, Sendershocks, Ahoi Brause. Killer. Das ist krank, ne? Habt ihr schon mal Zimt gefressen, Alter? Ja. Digga, wir haben alles gemacht, was auf dem Rad steht. Pass auf, das Lustige ist, es hat jeder gefragt, warum Zimt essen? Ist doch nicht schlimm oder so. Das war sau widerlich, Alter. Ich hatte eine trockene Fresse, das ging überhaupt nicht. Also es ist wirklich crazy. Ey. Aber Sendershocks ein nach dem anderen macht auch richtig Bock halt. Und Ahoi Brause dazu mit dem Schaum im Mund. Mir schmeckt nichts mehr gerade. Ich war echt zweimal kurz davor, dass ich... Wir hatten gestern schon mal das Gute, dass jemand unseren Beutel ausprobiert hat. Die sind auf alle Fälle dicht. Aber Jungs, fettes Set, Alter. Danke. Dankeschön. Also der Chat ging auch komplett ab, also was da an Spenden reinkam. Geisteskrank, ja. Auch, man hat es gemerkt, Grüße gehen raus an die Eisfeld-Crew. Die haben natürlich nicht immer 5,55, sondern 5,53. Jawohl. Wegen... Jawohl. Man weiß, ihr wisst schon. Es ist bekannt. Oder 10,53 oder 15,53. Heftig. Man weiß, wo es herkommt. Jetzt wirklich. Vielen Dank an Eisfeld. Dankeschön nochmal nach Eisfeld. Jungs. Ja, Jungs, wie geht's euch jetzt so? Oder was sagt ihr überhaupt? Drum and Bass ist ja so eine eigene Szene und sind ja eigentlich nicht normal so für die Masse, sondern was ist so ein Drum and Bass Livestream? Was sagt ihr dazu? Also erstmal Dankeschön, dass ihr uns nochmal eingeladen habt halt. Weil Drum and Bass ist jetzt auch nicht selbstverständlich hier. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall kommen. Also ich glaube... Nee, jetzt ohne Witz. Der Christian lacht, aber wir spielen ja öfter mal in Görlitz und dort Drum and Bass. Ja. Du musst spielen und es zerlegt die Bude. Ne? Also Deutschland ist eigentlich das einzige Land, wo es nicht läuft. Halt. So ja, richtig. Ist wirklich so. Aber... Es kommt, ich denke mal auch, es kommt noch. Auf alle Fälle nochmal Dankeschön. Das letzte Mal war, sie haben Strange Rides ganz am Ende gespielt. Ganz am Ende. Und ihr hattet jetzt auch mehr Zuschauer wie das letzte Mal. Gut, war jetzt auch ein paar Stunden früher, aber wir hoffen, euch hat die Playtime dieses Mal ein bisschen mehr zugesagt, wie das letzte Mal. Es war auf alle Fälle echt heftig. Ja. Es sind noch über 130, 140 Leute. 140 also. Leute im Chat. Also krank. Also nochmal auch vielen Dank an euch. Auf alle Fälle war echt geil. Das zweite Mal war genauso geil wie das erste Mal, von daher immer wieder gerne. Und hoffentlich nächstes Jahr dann mit mehr Menschen, in der großen Halle am besten noch. Das und das Ding komplett abreißen am besten, würde ich sagen. Wie viel Schnaps hast du eigentlich nicht getrunken? Keine Ahnung. Alle. 20. Du bist heute der Chuck Norris, Mr. Bean. Ich fahre noch nach Hause, kein Problem. Nein, natürlich nicht. Also wir müssen echt sagen... Trinken wir alle noch einen. Wir trinken alle noch einen, jetzt am Ende noch einen Schnaps. Alle. Und du hast einen. Auf alle Fälle. Ich bin auch der Fahrer. Auf alle Fälle trotzdem nochmal krank, was hier im Chat abgeht. Wie viele Leute jetzt noch zuschauen? Ich denke mal, einige haben auch noch Lust auf den Special Act, ne? Weil ja, keiner weiß, auch. Wer es ist. Der ist eben angeritten gekommen hier. Das Pferd stinkt wie Scheiße. Ey, das steht da draußen und stinkt einfach nur ekelhaft. Ja. Der Jonas hat zu wenig. Wanzel, komm mal bitte kurz her. Der Wanzi, komm mal kurz in die Kamera. Der Wanzi, der alte Entgebadete. Was sagt ihr zum Wanzel sein Bart? Haut mal Flammen in den Chat, wenn ihr das Gesicht von Wanzel ziemlich nice findet. Er ist 20 Jahre jünger, oder? Wie bei seiner Bar Mitzvah damals. Nee, also nochmal danke an Wanzel, ey, dass er das durchzieht. Ist echt heftig. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt langsam zum Special Act. Und ich muss immer noch sagen, nach dem Special Act haben wir unsere Techniker
a.k.a., wie haben sie sich genannt? Native Beach Boys, glaube ich. Ja, genau. Native Project Beach Boys haben gesagt, sie machen nachher ihr Set. Also, ich bin gespannt. Die haben gesagt, Malle-Hits. Ich kenne keinen DJ, der Malle-Hits spielt. Sie haben gesagt, wir machen Malle-Hits. Der Wanzel ist auch schon ganz heiß und tanzt. Was, Wanzel, willst du mal kurz was im Mikro sagen? Es wurde eben gesagt, der DJ braucht noch eine Minute. Kannst du ein Gedicht? Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. So schlimm war es doch heute gar nicht. Also so schlimm war es wirklich nicht. Der Bart war schlimmer für dich, oder? Habt ihr vielleicht noch was zu sagen? An die Welt? An die Eisfelder Boys. An die Eisfelder Boys. Der Wahnsinn ist raus. Klemmt euch mal ordentlich die Batterie ab, Jungs. Also ich kann eine Sprachnachricht zeigen vom Gerd, a.k.a. Robert Greusel. Er hat mich angeschrien, dass ihr mehr saufen sollt. Er hat mich angeschrien, mehrfach. Aber wir müssen auch sagen, jetzt haben wir ja 5 Jahre Native und diese Verbundenheit zu den Jungs. Also wir sind ja noch nicht lang, also wir sind jetzt seit knapp 4 Jahren bei Moonsirkus dabei und haben uns so kennengelernt. Und im letzten Jahr so, auch Corona-mäßig, haben wir eine hohe Verbundenheit gehabt. Ne? Wir sind immer ein bisschen radeln gegangen, also berghoch, deswegen übelst fit bin ich jetzt. Genau. Nee, Spaß natürlich. Wir haben ein bisschen Downhill, kann man so sagen, oder? Da wart ihr aber nicht dabei. Oh ja, stimmt, Open Flair. Stimmt, ich habe gehört, da waren DJs dabei. Da waren auf alle Fälle DJs dabei, die hatten keine Hose mehr an. Ja, stimmt. Das war auf alle Fälle crazy. Okay. Nee, auf alle Fälle. Er wartet schon hier. Es ist, wie gesagt, alle DJs, die heute dabei waren, es ist nicht ohne, dass sie dabei sind. Wir haben eine hohe Verbundenheit zu euch auch. Und wir sind einfach nur happy, euch mal zu sehen. Jetzt mit dem Livestream. Jetzt mit dem Livestream haben wir einen Grund, dass sie mal zu uns kommen können, weil sonst ist es ja verboten. Wir sind happy. Wir sind alle negativ getestet. Wir sind alle glücklich. Wir haben jetzt Bock auf dem Special Act. Aber hier stinkt's. Hier stinkt's nach Pferd. Und wir sehen uns gleich alle wieder. Und ich hab Bock. Ich auch. Vielen Dank nochmal an Strange Riots. Und jetzt viel Spaß mit dem Osterhase. Let's go.